Ah, die. Okay. Ah, doch, es ist die. Ich so, ah, ja, geil. Ja, es ist die, die ich nicht wollte. Die mag, also für den Modus mag ich die hier am wenigsten. Aber wir können wenigstens... Ja, es wäre halt gut, wenn die Perla-Drohne ein bisschen mehr machen würde. Na shit. Wow. Okay, haben wir. Uiuiui, aber gut. Färbeglückskombo, Klecks Kraft, Drohnenklecks Bombe. Ja, erhöht den Schaden deiner Waffe und der Perla-Drohne. Einfernes Wurm füllt deine Glückskombo-Anzeige. Die Perla-Drohne Klecks Bombe einzusetzen. Also Kleckskraft wäre selbstverständlich auch gut. Aber nur für 5%? Ich nehme die Bombe. Einmal maxen. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Danach haben wir ja einen Automaten, ob ich den nehme. Ich bin hier auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich die Ebene nicht mag. Oder beziehungsweise ich mag den Modus nicht. Die Ebene ist noch nicht mal das große Problem. Es ist halt wirklich... Okay, noch einer. Oh, ich hatte schon zwei? Okay. Lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Wie habe ich das überlebt? Okay. Also mit der Waffe, diese Wegrenn-Dinger sind wohl nicht so geil. Regeneration, ja, wäre auch gut, aber ich will zum Automaten, ja. So. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Sei gnädig. Have mercy! Drohnenzeige wird schneller aufgefüllt. Ja, können wir nehmen, beide. Oder alle. So. Kann man zurücksetzen. Ja, das ist für ein Arsch. Eine Verschwendung, das zurücksetzen. Na, egal. Schnelllader. Erhöht das Aufladetempo. Hier kriegt man doppelt mit Brechwirken. Lässt Gegner bei Brechangriffen weiter wegstoßen. Ja, also ich glaube, da zählt auch die Ulti, aber ich will einen Schnelllader haben. Nehmen wir. Bräuchten jetzt nur noch irgendwas mit schneller, ja, mehr Tinte. Wenn wir das jetzt hier maxen sollten oder so.
Eine haben wir. Ich weiß nur nicht, wo. Sag jetzt nicht, wir haben die schon von oben. Sag jetzt nicht, wir haben die obere schon. Das wäre so geil. Haben wir tatsächlich. Die schwerste. Das haben wir direkt rüber geschossen, straight. Zieh doch da rein, danke. Geil. Jo, schön. Drohnenheuboje nochmal erhöhen. Schallkraft erhöht Schaden durch Schallwellen, etwa in der Heuboje, der Schauerwelle oder der Perladrohne. Ja. Ah, das ist ein Gefahrlevel sowieso. Und es ist ein... Nee, ich würde tatsächlich die Schallkraft erhöhen. Ich weiß nicht, ob... Also wegen der Heuboje wäre schon geil von der Perla und generell vom Perla erhöhen. Drohnenlader-Turbo wäre auch gut. Die Drohnenanzeige wird schneller aufgefüllt, aber ich würde, glaube ich, tatsächlich... Genau, es ist ja generell auch von der Perla-Drohne. Also von diesen, ich denke mal, von diesem Strahl, den die Perla-Drohne abwirft. Und 50%. Aber ich wäre hier auch echt am Überlegen. Wegen die Drohnenanzeige wird schneller aufgefüllt, hätten wir dann gemaxt. Aber es ist Ansturm, sehe ich gerade. Schutzlos. Nee, dann nehmen wir die Schallkraft. Okay, Entschuldigung. Ja, ich sollte mal, wenn ich die Ebenen wähle, soll ich wirklich mal lesen, was da auch steht. Wow. Ja, der kam jetzt. Kam jetzt leider alle ein bisschen zu flott. Okay, das war's. Okay, also die Ebene hatte ich so noch nicht. Aber ja, solange man ein bisschen hin und her geht, alles gut. Alles klar. Glückskombo, nein. Drohnenlader, ja, wäre sogar Bonus. Dauerfeindbeschuss. Gefahr, Ansturm. Erweitertes, Erweiterung Gelände. Ich probiere es, wegen dem Bonus. Ich glaube, das wird jetzt so dumm, was ich hier gemacht habe. Wegen dem Feindbeschuss. Setze deine... Ich denke, bei Bonus... Gab es da nicht manchmal auch, dass man irgendwie einen Extra-Effekt hat? Warum kriege ich denn immer nur Scheiße? Da wächst jetzt die Perla-Drohne immer schön ihre Sachen ein. Bin ich eigentlich ganz froh drüber. Eigentlich dieses Zurückschmeißen ist immer ganz gut. Ja. Finde ich auch doof. Lass den nicht so zittern.
Sehr geil. Nutzen wir direkt. Und das war's. Geil. Geil, geil, geil. Explosionsstoßwirkung. Lässt die Explosion getroffen. Ja, jetzt ist das zum Beispiel cool mit der, ne? Lenkwirkung wäre auch geil. Schnelllader. Dauerflucht. Schnelllader wäre so gut. Fand ich Dauerflucht. Lenkwirkung wäre cool. Explosionsstoßwirkung. Also Explosionsstoßwirkung ist halt wirklich cool, wenn die Drohne die ganze Zeit diese Kackbomben schmeißt. Die Lenkwirkung wäre auch geil, weil je nachdem, wo ich hinschieße, gehen ja automatisch die Schüsse dann zu dem nächsten Gegner hin, ne? Und ich würde mehr von den Punkten bekommen. Und das haben wir noch gar nicht, aber wiederum. Aber es ist beides. Hin und her Doppelhügeletage. Sprungfestival-Etage. Alleine deswegen will ich das ausprobieren. Ja gut, und danach Boss. Sprungfestival, das sieht so ein bisschen aus wie der Bossraum, ne? Das war's. Okay. Na gut. Alles klar. Läuft doch. Als nächstes steht ein Boss an. Wie? Dann haben wir ihn platt wie eine matschige Alge. Bin gespannt, welcher das ist. Perle ist so cool. Na dann, viel Glück. Ja. Ja, dann wollen wir mal sehen, welcher Boss das ist. Ich wäre auch wegen der Kugel nicht böse, muss ich sagen. Finde ich sogar. Ja, es ist Kugelkoloss. Ich weiß, die Kugel ist nervig und des Todes und alles, aber ich muss sagen, was mir an der Kugel gerade gefällt. Warte schon, waren so viele Seeigel hier? Was mir gerade an der Kugel gefällt, weshalb ich dann eigentlich gerade recht gut bei bin. Ich habe keinen Bock auf die Mini-Gegner. Hallo? Seit wann macht er denn... Also, ich wollte jetzt sagen, der... Oh, morgen wird Kackemüll geholt, das wusste ich aber schon. Hey, der hat doch nie so viel... Oder ist das, weil das die zweite Stufe ist? Kann man klar sagen. Nein, 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 nicht in die Ecke. Ja, deswegen aufpassen. Doppelgemoppel. Yo. Perla. Ja. Wäre schön, wenn ich ein bisschen mehr arbeiten könnte. Wäre schön, wenn ich ein bisschen arbeiten könnte. Und wenn Perla irgendwo die Scheiße mal hinschießen würde, was es mir nützen würde. Wie der einfach nicht gestorben ist. Aber hey. Also, dass wir hier sterben, ist mega unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich heißt ja nicht möglich. Thank you.
Halt mal kurz die Ulti. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wie macht er denn jetzt direkt... Okay, okay. Einmal komplett am Ausrasten. Phase 3. Ja, ich wollte nach rechts schießen. So eine Billardkugel. Oh nein. Yo, gib mir alle Gegner. Oh, ich wollte gerade sagen, schieße nicht gegen den Bumper. Aber wir haben es geschafft. Zweiter Schlüssel. Schön. Ja, aber läuft doch. Läuft doch. Schön. Aha, gegen uns zwar stinkt jeder Boss ab. Ihr beide seid so cool, dass man glatt Angst vor euch bekommen könnte. Da hast du recht, Marina. Zum Glück stehen wir alle auf derselben Seite. Automaten-Explosionskraft Drohnenhalboje. Nee, ich will keine Gefahr. Explosion erhöht den Schaden deiner Explosion. Nein, wir gehen zum Automaten. Ja. Lernen wegen Leben kaufen. Dann schauen wir doch mal. Wir wollen erstmal einen Extra-Versuch. Oh, die Ulti wäre cooler. Wir müssen einmal zurücksetzen. Drohnenklicksbombe. Einmal erhöhen. Nochmal zurücksetzen. Schwimmtempo. Nehmen wir. Nehmen wir alle drei. Ich wage es... Wir sind ja Ebene 21, wage es zu hoffen, dass noch ein Automat kommt. So. Reichweite Hauptwaffe. Drohnenheuboy? Ja. Bewegungsregeneration. Oh ja. Ewig schutzlos. Albtraumtor. Nein. Nehmen wir die Heuboy. Volle Pulle machen. Ja, aber dass wir jetzt gerade auch Schwimmtempo beim Automaten gekauft haben, ich glaube, das könnte uns gerade so ein bisschen den Arsch retten. Oh, ja, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Easy. Ja, die Ebene geht halt klar. Das ist alles gut. Macht halt Spaß. Zum Endgame noch. Stoßwirkung, Gefahr? Nein. Explosionsstoßwirkung lässt eine Explosion getroffener Gegner weiter fortschleudern. Habe ich ja schon gesagt, wäre interessant. Wir könnten die Heuboje nochmal hochmachen auf schwierig. Möglich der Perla-Drohne Heuboje einzusetzen, mehr dieser Chips verringern den Einsatz benötigter Punkte. Ich stehe auf jeden Fall mal ganz kurz auf. Ja, ich überlege, lässt deine Hauptwaffe getroffene Gegner von dir wegstoßen, gewisse Schwierige. Ich würde das mal nehmen. Nee, gar nicht, Entschuldigung, ich bin ja auch blöd, das ist ja das Gefahrding. Lässt die Explosion getroffene Gegner weiter fortschleudern.
Wirbelansturm. Das ist halt interessant für die Perla-Drohne, weil das habe ich ja schon, ich nehme es. Weil ich habe ja schon gemerkt, jedes Mal, wenn die Bombe schmeißt, dann fliegen die Gegner weg. Wäre ja geiler, wenn die noch weiter wegfliegen. Klar, bei größeren nicht so geil, aber... Ich habe nur ein bisschen Sorge mit dem Wirbelansturm. Spezialwaffe nicht einsetzen. Aber wir gucken mal, wie sich das jetzt hier so verläuft. Weil die fokussieren sich ja eh teils auf die Kugel. Zumindest die großen Gegner. Ich wollte gerade sagen, bitte geh doch auf das scheiß Feld. Wow, ich hab's in die falsche Richtung gedrückt. Ich gar nicht, aber ist okay. Machen wir es einmal hinten rum. Ja, wollte gerade sagen, müsste reichen. Geil. Wir gewinnen jetzt schon wieder was von mir. Ja. Moment. Tag der ewigen Pausierung hier gefühlt. Okay, Drohnenheulboje, Toxitinte, Stoßwirkung. Nein, wir nehmen direkt hier das erste. Denke ich auch nicht weiter drüber nach.